Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar habe ich mir, wie auch schon auf Instagram angekündigt, die Physicians Formula Sondereditionsbox bestellt. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich hatte es auf Instagram geteilt in meiner Story, dass die Box online ist und ich glaube, es gibt sie tatsächlich auch noch bei Rossmann zu kaufen im Online-Shop. Wenn es die noch gibt, ich habe das unten in die Infobox reingesetzt, da ist ein Link, klick da einfach mal drauf. Ich habe schon mal eine Physicians Formula Surprise Box gekauft, das kann ich dir hier oben mal im i verlinken. Und seitdem bin ich ziemlich angetan von der Marke, also ich habe auch schon Full-Face Physicians Formula geschminkt und ja... Die haben richtig geile Produkte und ich bin einfach sehr, sehr gespannt, was sich jetzt in dieser Box verbirgt. Denn die soll, ich glaube, einen Warenwert von über 120 Euro haben. Und deswegen öffne ich jetzt einfach mal schnell die Box. Dann haben wir hier den Blick dort hinein, das Seidenpapier, was wir einmal entfernen. Und wow, das nenne ich mal prall gefüllt. Zuallererst haben wir hier eine Lidschattenpalette drin. Ich hatte auch schon mal eine Physicians Formula Lidschattenpalette, die ich aussortiert habe. Da sind tatsächlich nur Schimmertöne drin, aber die sind so geil. Ich denke, dass ich die auch verwenden werde, weil das hier sind richtig Nude-Töne und ein schöner Blauton mit drin, ne? Die ist richtig klasse. Copper Nude Eyes heißt diese Lidschattenpalette. Das ist jetzt halt die Copper Nude-Geschichte. Und ja, ich swatche jetzt einfach mal ein paar Töne. Die sind Butter. Wirklich, wirklich schön. Das Ding bei dieser Palette ist halt, du hast nur Schimmertöne und wirklich auch sehr, sehr ähnliche Töne zueinander. Das ist halt nicht viel Abwechslung. Ja. So sehen die halt auf dem Finger aus und das ist halt eine schöne Alltagspalette, die du mit diesem Ton einfach wundervoll toppen kannst. Und ja, die gucken wir uns mal an. Das ist butterzarte, wundervolle Pigmentierung. Also das ist so, so schön. Oh wow, cool. Darunter verbirgt sich ein Super BB Stick. Beauty Bomb BB Stick. Okay, ich weiß jetzt nicht, welche Farbe das ist. Ich hoffe, dass die passt, weil das wäre ja richtig cool. Ich habe Super BB, davon habe ich die Puder Foundation, ist es, glaube ich. Concealer und Foundation, Touch-Up-Tool. Light Medium steht hier drauf, guck. Okay, ja, scheint mir jetzt in der Verpackung relativ dunkel, aber wenn ich das so neben mein Gesicht halte, könnte das tatsächlich auch eine Sommerfarbe sein. Also, na, ein bisschen dunkel. Sagen wir ein bisschen, ne? Ziemlich dunkel. Light to Medium ist natürlich auch eine ganz grobe Farbbezeichnung, ist aber angenehm. Ich habe jetzt, oh, schön verblenden. Ganze Sätze, Claudia, ganze Sätze. Es lässt sich schön verblenden und sieht schön auf der Haut aus. Das muss ich wirklich mal austesten, doch. Schade, dass ich schon geschminkt bin, ansonsten hätte ich die jetzt alle verwenden können, die Produkte, ne? Nicht nachgedacht. Okay, Eye Booster 4-in-1 Brow Boosting Kit. Okay, ein Brow Boosting Kit. Universal Brown ist die Farbe. Und da hast du einen Augenbrauenstift, einen Augenbrauen-Highlighter, Augenbrauen-Gel. Da hast du allerhand drin, ne? So sieht das aus. Ich bin eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Fan von diesen Augenbrauen-Highlighter-Stiften. Mag ich jetzt nicht so gerne, aber ich würde auf jeden Fall den Stift hier oben verwenden können, um meine Augenbrauen zu definieren. Und das kriegst du immer super hier raus. Nicht! Und hier haben wir dann das Augenbrauen-Gel drin, denke ich mal. Oh, nee, jetzt habe ich erstmal die Kappe abgedreht. Ja, das ist ein Gel, aber das ist nicht klar. Oder? Doch, das sieht klar aus. Aha. Interessant, leicht bräunlich eingefärbt. Doch, doch, das ist leicht bräunlich eingefärbt. Das muss ich mal austesten. Ich meine, diese Applikationsviecher da oben dran nutze ich nicht. Da muss ich da irgendwie, vielleicht mache ich mir das mit Sekundenkleber irgendwann mal fest oder so, weil das muss ja nicht sein, aber ja. So ein Highlight, ach, brauchst du nicht. Das ist natürlich ein mega fetter Stift, ne? Ja, aber die Farbe sieht wirklich universell aus. Das sieht ganz gut aus, ne? Kann was werden. Nicht schlecht, okay. Okay, die hatte ich schon mal. Das ist nicht so mein Fall. Die werde ich jetzt mal in diesem Video verlosen. Ja, so machen wir das. Shimmer Strips, Blue Eyes, blaue Augen. Das sind so Lidschattenstifte quasi. Damit kannst du dir
quasi Lidschatten malen. Ja, deine Augen etwas mehr konturieren, akzentuieren. Das sieht man hier ja auch bei der Lady. Das sieht wunderschön aus, aber ich bin da kein Fan von. Ne? Deswegen, das wandert in diesem Video in die Verlosung. Und das sind die Farben Schwarz, Blau und Braun. Als nächstes haben wir hier eine Mascara. So eine ähnliche hatte ich tatsächlich schon von Physicians Formula. Das ist die Organic Wear BB Mascara. Die ist 100% natürlichen Ursprungs und das ist eine All-in-One Mascara. Multitasking Mascara. Mhm. Scheint ein Gummibürstchen zu haben. Das finde ich interessant, das wird dann auch mal ausgetestet. Ich mache jetzt sowieso aktuell meine Full Face Only Using One Brand Reihe. Kann ich mir gut vorstellen, dann auch ein Full Face Physicians Formula mit da reinzumachen. Warum eigentlich nicht, ne? Ich habe jetzt gerade mein Fullface zu Eva drauf. Bin da minimal eskaliert, aber ich meine, es wäre ja auch langweilig, wenn ich mir immer den gleichen Look schminken würde. Ja, die Verpackung fühlt sich an wie Plastik. Also das ist wirklich nicht so unfassbar geil, aber die Form von der Mascara gefällt mir schon mal. Ach, du ahnst es nicht. Ja, genau, die letzte, die ich hatte, war so extrem trocken. Und hier siehst du auch richtig viel Produkt auf dem Bürstchen. Ei, 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 da muss ich wirklich mal schauen, ob ich damit klarkomme. Die riecht aber angenehm nach Kräutern. Ja, aber cool, dass dann da Mascara auch mit bei ist. Ich weiß nicht, ob die da tatsächlich auch ein ganzes Full Face so mit reingemacht haben. Dann haben wir hier schön Bronze Booster Light to Medium. Das ist ein Bronzing Puder, ein Airbrushing Bronzing Veil. Sanfter Bräuner mit Airbrush Effekt. Light to Medium. Also interessant finde ich, dass ich wirklich die Light-to-Medium-Variante hier überall drin habe. Ich weiß nicht, ob das alle drin haben. Wenn du die Box auch hast, dann schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Und wow, ist der nicht schön? Ich weiß nicht, meistens hast du bei diesen Physicians-Formula-Produkten, dass es nur ein Overspray ist, ne? Aber diese Sonne da drauf, boah, ist das schön. Ich meine, wir kennen ja den Butter-Bronzer. Das ist so das Aushängeschild von Physicians Formula. Aber den kannst du dann vielleicht verwenden, um das Ganze zu toppen. Ich will, boah, mag da gar nicht reingehen. Boah, aber das ist, ich glaube, das ist ein Overspray. Weil das ist ja Glitzer pur. Oder ist das ein Body Bronzer? Boah, der ist krass, oder? Kannst du fast schon als dunkler Highlighter nehmen. Wow, mega, mega heftig. Kombiniert die besten Eigenschaften von Puder, gebackenem und Creme-Bronzer für einen beeindruckenden Bronze-Effekt. Der luxuriöse helle Bronzer, Mischungen mit der Haut, hä? Und ergibt einen strahlenden Airbrush-Effekt. Mhm. Und bei dem hier hast du hinten auch noch, das ist auch immer ganz praktisch bei diesen Verpackungen, das hat der Butter-Bronzer nämlich auch. Na komm, ein Spiegelchen und ein Pinselchen mit drin. Also, da freue ich mich drauf. Also, das ist ja allgemein optisch schon mal richtig geil. Dann haben wir etwas drin und das hatte ich schon auf der Homepage oder hatte ich schon gesehen, als ich, als ich die Bestellung getätigt habe. Und zwar konnte man dieses Produkt in dieser Kiste mit drin sehen. Man konnte nicht alle Produkte sehen, aber das hier, ich wusste nicht, was es ist. Das ist eine Cushion oder Cushion Foundation mit Lichtschutzfaktor 50. Wow. Cushion Technology, eine Airbrush-Technik, weichzeichnen und korrigieren. Mega. Das ist jetzt die Farbe Medium. Oje, oje. Da würde ich mir wünschen, dass es passt, weil ich ja die Verpackung so schön finde. Ich meine, im Sommer oder im Spätsommer vor allem, wenn meine Haut dann auch gebräunt ist, dann passt mir Medium auch. Bei sowas. Ja, das müsste ich jetzt komplett öffnen. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Und da hast du hier so eine richtige Cushion Foundation drin. Oh, so ein Puschelding und ein Spiegel. Dann macht man das auf, entfernt das Vieh. Alles im Fullface Physicians Formula. Geil. Das ist so schön. So ein richtiges Kissen, ne? Richtig geil. Okay, weiter geht die wilde Reise. Dann haben wir hier ein Blush, würde ich mal so sagen. Ja, Glowing Nude Blush. Da hatte ich auch schon mal den Bronzer von, der war mir zu leicht. Das ist die Farbe Rose. Ja. Glowy. Oh, das ist so hübsch. Von dieser Nude Wear-Geschichte habe ich auch die Foundation und den Concealer. Dieses Nude Wear, was da drauf steht, das Schimmernde, ist nur ein Overspray. Und du gehst dann tatsächlich mit dem Pinsel einmal komplett durch. Deswegen nehme ich mir jetzt mal meinen Ringfinger und gehe da einmal komplett durch. Und da sieht man auch direkt, dass das Nude Wear, also das Overspray, verschwindet. Und hier haben wir dann einmal den Swatch. Sehr, sehr hell, ne?
Ja, man sieht es kaum. Es ist super hell. Ja, da muss ich halt eher wahrscheinlich hier unten durchgehen. Muss ich auf dem Gesicht sehen. Das ist jetzt auch vorhanden, ein bisschen sehr dezent oder sehr rosa vor allem. Und das ist halt hier auch wieder so ein Buch. Und dann kannst du da, ne? Ach Mensch, ist das schön. Gut, dann haben wir hier noch den Argan Wear Luxurious Radiant Glow mit reingepackt. Das ist die Farbe Beige. Und das ist ein Bronzer. Ja, auch dieser Bronzer kommt in diesem Video in die Verlosung, zusammen mit den Augenstiften. Das wird dann zusammen in einem Paket verschickt mit 100% reinem Arganöl. Das ist natürlich richtig, richtig cool. Kann alleine oder über dem Make-up aufgetragen werden. Tragen Sie das Puder mit dem Pinsel gleichmäßig auf Gesicht und Hals auf, um den Hautton mit einem perfekten Finish auszugleichen. Tragen Sie vor dem Puder eine Feuchtigkeitscreme auf, wenn Sie trockene Haut haben. Genau. Ne? Und dann haben wir hier noch das letzte Produkt drin und das ist The Healthy Lip Velvet Finish. Das ist ein Lippenprodukt von Physicians Formula. Ich glaube, das ist ein matter Liquid Lipstick in der Farbe Fight Free Red Eagles. Alles, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, Leute, ich muss sagen, natürlich, wir haben ziemlich viel Müll hier jetzt auch natürlich geliefert bekommen, weil das alles einzeln in Umverpackungen drin ist. Aber wir haben auch richtig geile Produkte bekommen. Ich bin super gespannt auf diese Cushion Foundation, weil ich die Foundation von Physicians Formula, diese Nude Wear, schon mal richtig gut finde. Wie gesagt, Full Face Physicians Formula wird folgen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!